Es gibt zwei Arten von Menschen, Dad. Die einen besitzen einen Bebop und die anderen nicht. Hey, Leute. Oh, entschuldige, bin im Bild. Oh, dafür habe ich einen Filter. Ohne Bebop hat man heutzutage kein Sozialleben mehr? Nein, Dad, irgendwie nicht. Nein, ich will nicht, dass du nur noch an so einem Gerät hängst. Was? Oh, Dad, du hast mir einen gekauft. Oh. Hi, ich bin Barneys bester Freund out of the box. Was machst du? Barney, dein Bebot ist echt super schräg. Ich bin Barneys Bebot. Kommst du in meinen geheimen Schuppen, damit er dir gefallen kann? Nein, nein. Nein! Na schön, Ron, dir fehlt ganz schön viel Code. Was ist denn, Idiot? Du solltest doch alles über mich wissen. Haare, braun. Größe, 1,50. 1,80 wäre besser. Dann kämst du an höher gelegene Objekte. Hey! Freunde zu finden ist doch, wozu er da ist. Freundschaftsanfrage, Freundschaftsanfrage. Wenn er nicht einmal das kann, ist er absolut nutzlos. Das Ding reißt mir den Kopf ab. Du darfst ihm nicht den Kopf abreißen, das gibt Ärger. Okay, ich darf ihm nicht den Kopf abreißen. Ich habe keine krassen Sicherheitseinstellungen und so. Werd wie er, finde den Code. Entsperrt. Gehirne. Ich sollte mir das ansehen. Ach ja? Ich lass dich nicht zurück. Die werfen dich in den Recycler. Wir gehen gemeinsam in den Recycler. Nein, der Recycler macht keinen Spaß. Kein Spaß. Wo ist das? Findet den Abtrünnigen. Wir brauchen niemanden sonst. Im Moment habe ich einen Freund. Das ist traurig und auch tragisch. Lauf weg! Kein Problem. Haben wir jetzt mit mir Spaß? Hey Kumpel, wie läuft's mit dem Bebot? Alle beide, die Hände da, wo ich sie sehen kann. Oh! Ron läuft schief. Vielleicht mal abschalten und wieder an. Na, der neue Trailer zeigt schon ziemlich viel. Ich mag aber den Gag mit dem Schuppen, ich mag auch den ganzen technischen Part, aber die menschliche Geschichte wirkt für mich jetzt noch nicht so interessant. Von daher geht den ersten Trailer besser und damit war es das neue Bewegtmaterial zu Ron Läuft Schief, den uns Disney bzw. 20th Century Studio ab dem 21. Oktober 2021 in die deutschen Kinos bringt. Neuer Animations- und Familienfilm und in einer Welt, die komplett technisiert ist, geht es um Barney. Barney ist eigentlich total liebenswert, ein herzlicher Junge, trotzdem in der Schule ein Außenseiter und immer bemüht ist, irgendwie neue Freunde zu finden. Zum Glück gibt es mit dem Bebot aber ein unglaublich innovatives, technisches Spielzeug in Form eines Roboters, der ein treuer Begleiter und bester Freund sein kann und überall im Leben, auch bei anderen Schülern, wenn man angesagt ist, mit dabei ist und dadurch ist man es richtig cool. Und vor allem Barneys Vater ist dann jemand, der ihm genau die Chance gibt, mit diesem Geschenk sein Leben zu verändern. Nur dieser Bebot, den Barney bekommt, der glaubt Ron zu heißen, ist voller Fehlfunktion und die scheinen auch offenbar noch übertragbar zu sein, was die künstliche Intelligenz angeht, die implementiert ist. Und somit gibt es eine ganze Menge skurriler Situationen, die man dann eben erzählen kann. Kurzum, ich mag den Look, ich mag den Ansatz der Gags, die ich auch hier im zweiten Trailer sehe. Ob das dann über den ganzen Film tragen wird, da packe ich mal gerne ein Fragezeichen hinter. Und ich fand den ersten Trailer zu Ron Läuft Schief mehr. Aber irgendwie scheint, gerade weil das ja eben auch so Part von Disney ist, durch 20th Century Studio, ist irgendwie die Vermarktung jetzt nicht so, als wäre es ein Pixar-Film oder ein Disney-Animation-Film. Da merkt man halt irgendwie, dass die so aus Fox-Richtung ein bisschen hinten anstehen. Ich hoffe, dass er dennoch was kann. Was sagt ihr denn zu diesem neuen Trailer? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.